Ja, wir haben eben darüber gesprochen, wieso wir bei DIPS sind. Und ich habe letztes Jahr Abi gemacht. Und schon während ich in der Schule war, hat mich immer aufgeregt, dass die Politik irgendwelche Bildungsreformen beschlossen hat, wo einfach alle, die irgendwie in der Schule waren, ob jetzt als Schüler, als Lehrer oder Eltern waren, die Kinder im schulpflichtigen Alter hatten, sich immer so gefragt hat, was genau denkt ihr euch eigentlich dabei, dass ihr so eine Scheiße macht? Und ich bin total froh, jetzt hier zu sein und jetzt zusammen mit Schülern, Lehrern und Eltern ganz viel erarbeitet haben zu können, beziehungsweise auch Leute ohne mich was erarbeitet haben, natürlich zu dem Thema. Und da möchte ich mal ein paar Sachen vorstellen. Zum einen gibt es eine Initiative, die fordert, dass mehr Geld in Bildung investiert wird, und zwar 7% des Bruttoinlandsproduktes, einfach weil Bildung die Zukunft ist. Und es kann nicht sein, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern einfach total wenig in Bildung investieren und uns dann fragen, ja, wieso haben wir denn ungleiche Chancen bei der Bildung? Ja, weil wir kein Geld rein investieren. Ist ja irgendwie logisch. Und wir haben jetzt diese Initiative, dass mehr Geld in Bildung gehen soll, aber wir haben natürlich auch Initiativen, die sich damit beschäftigen, wohin dieses Geld gehen soll. Zum einen die tolle Initiative, dass Bildung von der Kita über die Schulen bis zur Hochschulbildung kostenlos sein muss, um eben mehr Chancengerechtigkeit auch für alle Schüler und auch Kindergartenkinder und jungen Menschen zu ermöglichen. Genauso wie es eine Initiative gibt, die will, dass das Schulsystem insgesamt deutlich flexibler wird und sich mehr den einzelnen Schülern und ihren Bedürfnissen anpasst und nicht mehr so ein starres System, was Leute aussortiert, die irgendwie nicht dazu passen oder die eine andere Art zu lernen haben, sondern eben ein System, was sich wirklich den Schülern anpasst, und auf die individuellen Bedürfnisse eingeht. Und zuletzt möchte ich noch eine Initiative erwähnen, die mir am Herzen liegt, ganz besonders, weil ich auch selber mit daran gearbeitet habe. Und das ist die Initiative, die fordert, dass eben trotz dieser individuellen Art auf Schüler einzugehen, es in ganz Deutschland ein System geben muss, was gleich ist, beziehungsweise gleiche Rahmenbedingungen in ganz Deutschland schafft, sodass nicht mehr, wenn man mit Kindern im schulpflichtigen Alter oder als schulpflichtiges Kind innerhalb von Deutschland in ein anderes Bundesland zieht, meine Klasse wiederholen muss, einem gesagt wird, ja, wenn du da auf der Realschule warst, kannst du hier locker aufs Gymnasium gehen. Und also eine Scheiße, Entschuldigung, dass ich das Wort benutze. Und eben, dass wir dafür eintreten, dass wir in ganz Deutschland ein System haben, was Rahmenbedingungen schafft, was Vergleichbarkeit schafft. Und was es trotzdem schafft, individuell auf die Schüler einzugehen mit allen Stärken und Schwächen, die sie haben, und das so auch echte Inklusion ermöglicht und nicht das, was gerade als Inklusion betrieben wird, sondern echte und gute Inklusion und gute Bildungschancen für alle. Danke dir. Danke, Sabine.